Was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Ey, ich brauche euch nicht viel zu sagen, Bruder. Baba Memes, ey, bla bla bla, tamam, tamam. Verstanden? Okay? Okay? Ich habe auch gar keine Lust, jetzt mit euch zu diskutieren. Ich weiß auch gar nicht, warum ich rumschreie, Bruder. Ich will einfach das Video gucken. Die sind aber echt süß, gell? Hier gibt's wieder für die Kings und Queens, die abonniert und die Glocke aktiv haben, einen 10€ Amazon-Gutschein. Sogar der gibt Amazon-Gutschein, Bruder. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden hier von meiner Community irgendwas gegönnt. Noch nie, Bruder. Ihr sollt mir geben, ich nicht euch. Ihr gebt mir, Bruder. Ihr gebt mir. Ab jetzt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Wichtig, nachfolgende Videos sollen... Ja, ja. Der Arme wollte doch nur gemütlich schlafen. Anne? Anne? Der dachte kurz, der ist gestorben. Dann noch diese Seller und so, Bruder. Ich würde denken, ich bin tot, ich bin Gendam gekommen. Töbe, Astaghfirullah. Meine Oma kommt einfach nicht mit der neuen Technikwelt klar. Oha, was für ein Au... Haben die ein Lambo? Ey, was... Bruder, was versucht die Oma da? Hä? Was ein Scheiß hier? Was ist denn das jetzt? Hä, warum drückt die jetzt da oben in das gar nichts? Ja, nö, hä? Hä? Mögt ihr den Pizzarand? Ich persönlich esse ausschließlich den Rand, weil ich das Innere der Pizza nicht mag. Den Rest friere ich meistens ein und warte, bis jemand kommt, der den inneren Teil isst. What the fuck? Hä? Lass mich mal kurz überlegen. Das ist ja wie, wenn man eine Pommes nimmt und man isst nur den... Man schneidet mit so einem schönen Messer nur den Rand, diese knusprige außen an, aus und innen diese weiche wirft man weg oder so, hä? Stellt euch mal vor, ihr studiert 5 Jahre Lehramt, macht 2 Jahre Referendariat und führt danach eine erfolgreiche Karriere als Lehrer, um euch dann diesen Vortrag reinzuziehen. Erstmal beiseite, Bruder, so etwas kann ich mir nicht vorstellen. Was für 50 Jahre Lehramt, 5 Jahre dies, Bruder. Wie sehe ich aus? Ich kann nicht mal normale Sachen erklären, die Leute in Discord fragen. Bruder, bist du behindert oder bist du dumm? Und dann noch K1, Bruder. Woyo. Ein Creeper in meinem Haus! Digga, er hat alles kaputt gemacht! Okay, das finde ich nicht so lustig, weil das war gespielt von dem. 100 Pro gespielt. Man merkt das doch. Man merkt das doch. Außerdem, ich zeige euch hier einen Beweis. Passt auf. Passt auf! Was macht ein Creeper in meinem Haus? Das ergibt gar keinen Sinn. Er sagt, was macht ein Creeper in meinem Haus? Geht rein, greift den Creeper an und außerdem war es gar nicht dunkel in dem Raum. Das heißt, da können gar keine Monster spawnen. Die spawnen nur, wenn der Raum dunkel ist. Gelogen. Fake. Ich expose jetzt jeden Einzelnen. Digga, er hat alles kaputt gemacht. Halt's Maul! Das sind die heftigsten und gruseligsten Spezialeinheiten der Welt. Boah. Also, Bruder, Deutschland, ey, tut mir leid, Janne. Ich will nichts sagen, am Ende, die zeigen mich an. Ey, das kennen wir schon. Nein, 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 die springt an den Bildschirm. Mein Vater probiert heute seine neue VR-Brille aus. Ich hab das meinem Opa gezeigt, der ist fast vom Stuhl gefallen wegen dieser VR-Brille. Der guckt so, auf einmal, der macht so, 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 bam. Gott sei Dank, ich konnte noch auffangen. Oh, no, das ist Chikim. Der denkt, das ist hier diese Ding, was war das nochmal? War das Ding Sportakus, wo die in diese Bild reinspringen? Weil, wenn Blue das kann, dann können wir es auch. Ja, klassisches Krankenhausabendessen. Hat jemand Bock, mir ein Kotelett zu bringen? Das Brot schmeckt wie vom Vorgestern, Alter. Was soll ich mit einem Tee, Junge? Bring mal lieber Tequila, Alter. Wir haben Freitag, du Keck. Krankenhausessen? Bitte, reden wir nicht darüber. Der Bruder ist einfach so heftig ausgerastet, dass die Polizei kam. Nein, Quatsch, das kann nach dir. Wir können gerne reinkommen, gucken alles. Klar, ach du Scheiße! Nein, Quatsch, nein, kannst du gucken. Also, das war irgendwas. ich spiele gerade die FIFA Weekend League. Ja. Warte mal, was? FIFA Weekend League.
Okay, also ich sag euch eine Sache über das. PlayStation-Partys, ihr wollt mich nicht in eurem PlayStation-Party haben, wenn ihr den alten Assi kanntet. Ich habe jeden beleidigt, den ich überhaupt auf Party gefunden hab. Jeden! Ja. Was zum Teufel geht schon wieder in den Duisburger U-Bahnen ab? Aber na, Roy, mach hier gleich Wald, du Hund. Was hast du da voll gemacht? Oh no. Was versuchen die da? Ich würde mich schämen. Oh no. Mein Vater jeden Morgen um 6 Uhr beim Frühstück. Eierbrötchen! Eierbrötchen geht heute bei mir! Biovi, deine Oma möchte ich Sportler werden. Hier rein. Dann rechts, ja? Rechts! Am Nachkommen! Du machst dich kaputt, ich nicht. Ja was, ja was! Ja? Ey, die hat ganz kurz wie meine Oma gelenkt. Kennt diese türkische Omas, die Auto fahren? Guck mal, wie die lenkt! Ich muss da an meine Oma denken, guck! Deine Oma möchte ich Sportler werden. Ja, ja! Hier rein! Jetzt! Warte, ja? Jetzt! Du lachst dich kaputt, ich nicht! Nein! Sie hat Läden einfach durchgespielt. Schatz? Ja? Was machst du da? Ich hab gehört, meine Mama. Ach du Scheiße, ist das Spiegel? Gottlos! Gottlos! Er rastet einfach aus wegen der Klassengruppe. Darf ich dich nicht verbieten mit Jungs? Darf ich nichts dagegen haben? Wenn du eine Klassengruppe hast und wenn da Jungs drin sind. Da sind doch nicht nur Jungs drin. Voila, ich diese Jungs. Boah, wie der übertreibt. Safi, Bruder, Klassengruppe. Soll die jetzt Klassengruppe verlassen, weil die mit einem wie du dir zusammen ist? Hä? Guten Tag. Einmal Fahrschein, bitte. Keine. Was ist mit Ihnen? Mein Vater. Ich fand's erst unlustig, danach kam zweite Tau, das ist mir Safi. Jetzt kann man lachen. Er rappt jetzt. Und ich habe jetzt noch mehr Angst vor ihm. Wenn meine Kinder mag der Scheiße, ich schlag die Pap, Pap, Pap. Ich nehm die Bratpfanne, dreh die Skrrr. Ich hab richtig getroffen. Die Oma ist der absolute King in diesem Musikvideo. Oh, oh, oh. Was macht Türkei-Flagge da hinten? Hä, machen die Werbung für Ding? Für türkische Liga? Hier, Maske. Wie mein Vater zur Arbeit geht, während die Benzinpreise so hoch sind. Das machen nur Türken. Sowas machen, so, auf sowas kommen auch nur Türken. Das ist Türkei. Das ist Türkei. Dieser eine Freund, der so ein WLAN-Passwort hat. Wallah, ich hasse dieses Passwort. Ananı sikeyim. Oha! Das ey, sass, sass. Der Moment, wenn man mit seinem besten Freund beim Einkaufen trollt. Oh. Wieder auf Boden geklatscht. Der hat ganze Tischchen auseinandergenommen. Und den Typen, Bruder, der Arme. Warte mal, war der K.O.? Mann, oha. Ich bin mit dem Girl, wir schieben uns ein paar Bälle rein. Ja. Und danach essen wir dieses Lock mal. Bälle, rein. Bälle reinschieben? Wollte ich auch gerade sagen. Genau das wollte ich gerade fragen. Reinschieben? Hä? Was? Das ist das komischste Talent, was ich jemals gesehen habe. What the fuck? Klassische Verfolgungsjagd in der Duisburger Innenstadt. Ich glaube, das ist Verfolgungsjagd, oder? Ja, der haut ab vor dem. Was ist los? Digga, das ist doch peinlich, Walla Billa. Sorry, aber was ist denn das? Guckt euch das doch mal an, hier, hier, guck mal. Auf Walla. Da ist der nächste. Das ist doch Spaß, das ist doch nicht echt. Klassische Reaktion, wenn der Postkasten zu klein ist. Hab ich mir doch gedacht.
Die Post hat den Kasten noch ja, immer die, nicht den Schlitz verweigert. Immer an der Seite. So kann man doch nicht seine Arbeit machen. Gehen Sie auch mal an der Seite. Das haben wir gleich gerne hier. Wie schalte ich diesen neuen Mario Kart Charakter frei? Ich fand's nicht lustig, Chat, ich sag euch ehrlich. Ich weiß nicht, bin ich unlustiger geworden, Jani? Was ist denn passiert? Dieser Typ hat Marketing durchgespielt. Das kenne ich schon. Er lässt es jetzt fallen, dann sagt er, jo, Jungs, so und so. Ich bin ehrlich, ich kenne das schon. Ja. Moin. Ich habe 2 Ausbildungsplätze zu vergeben. Mich interessiert nicht, wo du herkommst oder welche Schulbildung du hast. Aufgeben oder abbrechen der Ausbildung, so nach dem Motto, die anderen sind schuld, sind keine Option. Der Moment, wenn ich meinen Crush beeindrucken will. Boah! Oh! Oh! Boah, ja, Bruder, ey, Walla Billa, Bruder, wäre da ein Crush gewesen und das wäre mir passiert, ich hätte mein Gesicht öffentlich verloren. Vorbei. Das Schulpraktikum ist Jackpot für unseren Freund Ali. Ali! Praktikum, ich komme hier rein. Uah, ja, das ist mir hier. Für die kleine Motivation zwischendurch. Was ist die ehemalige Laub? Ich hätte es auseinandergenommen, Bruder, damit Motivation die ganze Zeit bleibt. Chat von Deutschland. Also, wenn ich im Kunstunterricht richtig aufgepasst habe, dann gelten Kürzen. Wenn es dir gefallen hat, dann ja nach Like das Video. Ups, ich hab mich verdrückt. Egal, harte Haut rein, Jungs. Creator Code Assi.